Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind mit unserem Kommandosoldaten auf dem Weg nach Tarris? Post? Opel Garum. Ah, richtig, Händlergilde der Migranten, das ganze Gedöns. Unser Ziel möglich. Wow, sicher irgendwie wie ein Bericht. Super spannend. Gut, wir haben eine Mission auf Coruscant. Ein bisschen Urlaub. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein, zwei echte Missionen, bevor wir an Urlaub denken. Sonst wäre das irgendwie. Weiß nicht. Fängst einen neuen Job an und machst erstmal eine Woche Urlaub. Bitte kommen, Lieutenant. Hier spricht General Garza. Hört ihr mich? Ja? Ich höre euch laut und deutlich, General. Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr gerade auf Tarris gelandet. Ich habe bereits den Regimentskommandanten Colonel Gaff benachrichtigt, um euch seine Unterstützung zu sichern. Colonel Gaff kennt die Details eurer Mission nicht, und so soll es auch bleiben. Er weiß nur, dass er euch auf jede erdenkliche Weise helfen soll. Klingt gut. Wissen wir, welcher der Chaos-Truppverräter sich hier versteckt? Ich fürchte, nein. Ihr werdet vor Ort Informationen beschaffen müssen, um die Identität und den Aufenthaltsort eurer Zielperson zu bestimmen. Tarris ist gefährliches und ungezähmtes Niemandsland. Sämtliche Gebäude sind einem Sith-Angriff vor einigen Jahrhunderten zum Opfer gefallen und die gesamte Bevölkerung wurde ausgelöscht. Wo einst Städte wie auf Coruscant standen, gibt es nur noch Sümpfe und Ruinen. Der Wiederaufbau des Planeten ist ein wichtiges symbolisches Ziel für den Senat. Okay. Wenn ich beim Wiederaufbau helfen kann, dann werde ich es tun. Nein, werden wir nicht. Verliert nur euer Primärziel nicht aus den Augen. Das ist alles, was ich euch sagen kann, Lieutenant. Meldet euch, wenn eure Operation abgeschlossen ist. Auf geht's. Ich kontaktiere euch, sobald mein Auftrag erledigt ist, General. Jupp, jupp, so machen wir das. Hallo, Bild, danke. Ausgang, da unten. Dann schauen wir mal, Tarris. Ja, was sie uns nicht gesagt hat. Genau. Was sie uns nicht gesagt hat, der Angriff des Sith auf Tarris war mit Virusbomben. Hier geht's also um Mutationen und Biologie. Dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass wir es mit Tupfer zu tun kriegen. Der ist ja so ein bisschen schräg drauf, was Biounterricht angeht. Also, wie der sich da so reinlegt, bei jeder kleinsten Bewegung, weiß nicht. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht besonders. Da hole ich mir gleich eine Alternative aus der Sammlung. Das machen wir sofort. So, lass mal gucken. Transportmittel, Kreaturen. Wir holen uns mal den da. Ah, wir haben den bereits. Sehr gut. Nee. Welcher war das? Verdammt. Der hier. Viel besser. Da lehnt er sich nicht so halb in den Dreck dabei. Viel angenehmer. Außerdem, was gut genug ist für Obi-Wan Kenobi, ist auch gut genug für mich. Also nicht genau das gleiche, aber ziemlich ähnlich. Hier läuft man einfach nur aus dem Raumhafen raus und hat ein Level-Up. So gehört sich das. So, das hier ist Handlungsbogen Tarris, wenn wir hier beim Aufbau helfen wollen. Aber wie Garza schon meinte, der Hauptfokus unserer Mission liegt auf den abtrünnigen Mitgliedern des Chaos-Trupps. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Sieh an, sieh an. General Garza beehrt uns mit ihren Tapfersten. Steht bequem. Ich bin Colonel Gaff und das sind meine ranghöchsten Offiziere.
Eure Kommandantin hat mich angewiesen, alles zu tun, was notwendig ist, um eure Mission zu unterstützen. Natürlich hat sie mich nicht wissen lassen, was eure Mission ist. Würdet ihr mich aufklären? Nö. Ich kann nicht über Einzelheiten reden. Typisch. Vergesst die Rekonstruktion von Taris. Ich muss alles umschichten, um bei einer unsinnigen, streng geheimen Mission zu helfen. Wonach auch immer euch Gaza suchen lässt, ihr werdet es auf Taris nicht finden. Seit ich das Kommando habe, ist nichts Außergewöhnliches passiert. Spähtrupps 3, 5 und 8. Alle verschwunden, alle ohne Erklärung. Sergeant Dawn, ich erinnere mich nicht daran, euch Sprecherlaubnis erteilt zu haben. Ich habe nicht mit euch gesprochen. Ich habe mit dem Lieutenant gemäß den Anweisungen von General Gaza gesprochen. Gebt ihr mir den Befehl, gegen Vorschrift 73b zu verstoßen und somit die Direktive des Generals zu missachten, Colonel? Ihr kennt das Regelbuch in- und auswendig, nicht wahr, Sergeant Dawn? Uff. Wir sind auf dem Kindergarten gelandet, ist doch fantastisch. Wenn der Sergeant Informationen besitzt, möchte ich sie haben. Die Angelegenheit wurde vor Tagen geklärt. Taris ist gefährlich. Verluste unter Spähtrupps stehen an der Tagesordnung. Es ist bedauerlich, aber nicht ungewöhnlich. Egal, was Sergeant Dawn sagt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss einen Planeten führen. Fahrt mit eurer geheimen Mission fort, aber haltet euch aus den wichtigen Angelegenheiten hier raus. Ich entschuldige mich für den Colonel, Lieutenant. Nicht jeder ist zum Anführer geeignet. Kindergarten, wirklich? Colonel Garth missachtet einen direkten Befehl. Ich kann euch versichern, dass dies nicht das erste Mal ist. Ich bin Sergeant Elara Dawn, Kommandantin des Such- und Rettungskommandos 204. Drei ganze Trupps werden vermisst. Die Lage ist sehr ernst. Okay, dann mal raus. Habt ihr eine Idee, was mit diesen Männern passiert sein könnte? Leider nicht, Lieutenant. Verluste unter in Sümpfen operierenden Spähtrupps sind normal. Rakgul-Angriffe sind für den Großteil verantwortlich, etwa 87%. Wir haben in diesen Fällen aber keine Spuren solcher Angriffe finden können. Jemand anderes hat diese Trupps angegriffen. Wenn ihr nach ungewöhnlichen Aktivitäten sucht, dann habt ihr sie gefunden, Lieutenant. Ja, super. Wo wurden die denn das zuletzt gesehen oder kontaktiert? Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Sergeant. Mein offizieller Bericht über die vermissten Truppen enthält auch ihre letzten bekannten Koordinaten. Ich lade sie auf euer Datenpad. Taris fällt unter Gebietsprotokolle für unerforschte und ungesicherte Bereiche. Alle Rüstungskameras senden direkt an das SR-Kommando. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Die ist mal vorbereitet. Nicht schlecht. Klingt nach einem Plan, Sergeant. Viel Glück, Lieutenant. Das war interessant. Ich hatte Ausbilder, die lockerer drauf waren als diese Frau. Ganz zu schweigen von ihrem Ton. Du hast eine Schwäche für sie, habe ich recht? Was meint ihr? Was ist mit ihrem Ton? Ich kenne nur Imperiale, die so sprechen. Die Republik muss ihre Heimatwelt während des Krieges befreit haben. Wenn sie im Imperium aufgewachsen ist, würde das viel über ihren Charakter erklären. Ja, eine Mission, der Charakter ist doch erstmal egal, oder? Ich denke, die Republik könnte mehr Offiziere wie Dawn gebrauchen. Nee, könnten sie nicht. Ich denke, dass ein Soldat seine Zeit besser nutzen kann, als Regelbücher auswendig zu lernen. Dann kümmern wir uns wohl wieder um unsere Arbeit. Ich werde auf uns aufpassen. Freut mich. Bist du jetzt auf Tank gestellt? Nee, machst immer noch Schaden. Oh Junge, das wird ein interessanter Ausflug hier auf Taris. Wir haben es mit einem psychopathischen Ex-Chaos-Truppler zu tun. Der weiß der Teufel, was für Experimente mit den verschwundenen Mitgliedern des Suchtrupps anstellt. Dann haben wir einen Kindergarten in der Kommandokette. Stufe 14, ich. Stufe 18, juhu. Ja, und dann ist Jorgen jetzt gerade irgendwie auch nicht mehr so ganz frisch im Kopf, habe ich so das Gefühl. Oh, Ausbilder. Einmal retour. Der ist irgendwie wichtig. Lass mal gucken. Da drin? Nee. Jedi, Schmuggler, Soldaten. Da vorne steht er doch. Man sieht das Symbol hinter dem Namen so schlecht. Es müsste ein bisschen weiter hochgerückt werden. So, Bacta-Infusion. Ich will keine Infusion mit irgendwas, das Bacta heißt. Hinderungsschuss. Unterbricht die aktuelle Aktion des Ziels. Verhindert den Einsatz für 4 Sekunden. Fantastisch. Medischuss.
Oh, du siehst krank aus. Komm, ich schieß dir mit der Riesenkanone ins Gesicht, dann fühlst du dich besser. Ja, und er verliert vor Schreck die Ladung. Super. Vorsicht da draußen. Ja, ich pass schon auf mich auf. Voraussetzt, ich krieg nicht so eine Bakterinfusion. Oder mir schießt einer ins Gesicht, damit ich mich besser fühle. So, Hinderungsschuss. Mal gucken, was haben wir denn da? Schleudert Kryogranate. 4 Sekunden betäuben. Schicke Sache. Zurückwerfen. Auch gut. Aber das ist irgendwie wichtiger. Die Priorität. Wir unterbrechen die Ziele einfach mit einer Fähigkeit wie dieser hier. 24 Sekunden Abklingzeit ist viel. Deshalb werden wir nicht alle Fähigkeiten des Ziels unterbrechen können. Haben aber noch das hier mit 30 Sekunden. Und das im Wechsel sollte die meisten Sachen stoppen können. Denn wenn das Ziel zurückgeschleudert wird, bewegt es sich. Ziele, die sich bewegen, können keine Fähigkeiten einsetzen, die zum Beispiel kanalisiert werden, wie das hier. Oder eine gewisse Vorbereitungszeit haben. Ich glaube, Sachen mit Vorbereitungszeit habe ich gar nicht im Programm derzeit. Könnte sein, dass die Bakter... Nee. Das hier, medizinische Sonderaktivierung, 1,5 Sekunden. Das ist ein blauer Balken, der sich auffüllt und wenn der voll ist, wird die Fähigkeit eingesetzt. Während der Balken sich füllt, darf man sich nicht bewegen, sonst wird es abgebrochen. Und wenn ich von einem Gegner weggeschleudert werde, bewege ich mich und die Fähigkeit wird abgebrochen. Seht euch ruhig um. Gleiches gilt alles, natürlich auch für die Gegner. So, das Ding ist irgendwie wichtig, das behalten wir. Den Schnickschnack machen wir weg. 500 geht weg. Medizinische hat keinen Nutzen außer verkauft werden. Okay. Sah aus wie so ein Creditkasten. Dementsprechend wollte ich den eigentlich nicht sofort wegschmeißen. Okay, wir machen Schaden. Also schauen wir mal, welche Fähigkeiten wir benutzen können. Beherrschung ist immer gut. Das erhöht nämlich unseren Schaden. Mehr Beherrschung erhöht unseren Schaden mehr. Ist fantastisch. Armierung brauchen wir für so ziemlich alles. Wir haben 6 Rüstungsteile. Also nehmen wir mal 6 Armierungen mit. Und dieses Teil hier hat auch eine Armierung. Unser Schutzschild. Generator des Lehrlings. Ist das ein Schutzschild? Nein, ist kein Schutzschild. Ist ein Generator. Okay, okay. Trotzdem hat er eine Armierung. Oh, und ein offenes Feld für Farbkristall. Da sollten wir dringend noch einen Kristall reinpacken. Gut, dann sehen wir. Wir brauchen als nächstes Modifikationen und Verbesserungen. Und für unsere Waffe einen neuen Lauf. Wir hätten 9 Beherrschung, 9 Ausdauer oder 10 Beherrschung, 8 Ausdauer. Wenn wir zu viel Schaden nehmen, sorgen wir dafür, dass Joggen die Gegner übernimmt. Sollte also kein großes Problem sein. Okay, was bei Rüstungsteilen die Armierung ist, ist bei der Waffe der Lauf. Oder bei einem Lichtschwert der Heft des Schwerts. Sollte man hier unten? Ne, sehen wir jetzt nicht. Schade. Okay, fähige Verbesserung. Hat Präzisionswert. Wenn wir Gegner verfehlen, ist das natürlich nicht gut. Angriffskraft erhöht auch unseren Angriff. Können wir hier auch nochmal nachlesen. Und ja, Präzision sehen wir hier. Das heißt, unsere Präzision ist eigentlich schon ziemlich gut. Alles, was über 100% ist, erhöht, glaube ich, den Schaden gegen Ziele. Ne, verringert die Verteidigung des Ziels. Darunter steht es. Die Chance, dass Fernkampfangriffe das Ziel erfolgreich treffen, Präzision über 100%, verringert die Verteidigung des Ziels. Also brauchen wir erstmal nichts, was noch zusätzliche Präzision macht. Es sei denn, wir wollen natürlich noch mehr Schaden machen. Wobei das toll wäre mit dem kritischen Wert. Ich denke, das würde mir ganz gut gefallen. Dann haben wir die Chance, häufiger kritische Treffer zu machen. Nehmen wir das mal mit. Okay. Diese hier haben eine Modifikation und eine Armierung. Das ist eine Verbesserung. Also können wir das hierfür schon nicht gebrauchen. Und ich glaube, der Gürtel auch nicht. Richtig. 2, 4, 6, 7 Stück brauchen wir. 2, 4, 5, noch 2.
Und ich habe eine Armierung zu wenig. Nehmen wir die noch mit. Okay, dann haben wir hier die normalen. Das hier werden Gürtel und Armschienen. Dann brauchen wir jetzt noch Modifikationen. Tod bringt, Beherrschung, Ausdauer, Angriffskraft. Das klingt super. Beherrschung, Ausdauer, Angriffskraft. Da gucken wir uns dann die Werte an. Okay, 7, 5, 6. Bin für 9 Beherrschung. Nehmen wir das mit. Wenn man mal zu viel kauft, ist das auch kein Weltuntergang. Die könnte man jederzeit wieder zurückgeben, ohne Verlust. Steht auch hier, kann jetzt für ungefähr 2 Stunden zurückgegeben werden, ohne dass man dabei Nachteile hat. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ätzend. Es wird jetzt jedes Mal gefragt beim Einbau, ob wir das wirklich machen wollen, weil dadurch natürlich das Rückgaberecht verschwindet. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das machen wollen. Gut, während ich das jetzt alles einbaue, müsst ihr eigentlich nicht unbedingt hier sein. Ich hole euch dann gleich wieder dazu. Gut, da bin ich wieder. Ich habe inzwischen auch noch dieses Gerät hier rangemacht, diesen Ohrstecker oder was das da sein soll. Und habe noch einen Farbkristall reingemacht mit kritischer Trefferwert. Ich hatte zu Beginn des Spiels eine Kiste mit 4 dieser schwarz-lilanen Farbkristalle. Und dann sind die jetzt auch verbraucht und wir haben da richtig gute Fähigkeiten. So, ganze Geschichte ist auf dem aktuellen Stand, alles Level 18 Ausrüstung. Level 19 gibt es nicht. Da muss ich dann noch ein bisschen warten für, ja, Level, ich glaube, 22. Hier drüben steht er auch schon. Das heißt, da können wir uns eventuell ausstatten, wenn wir den Planeten verlassen. Jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit der ersten Mission. Fundsachen, Spähtrupp 3. Dann machen wir es direkt mal auf die Socken. Allerdings weiß ich, ich muss in der Gegend da ein bisschen aufpassen, weil das früher mal ein Gruppenbereich war. Wäre es möglich, dass da relativ starke Gegner unterwegs sind. Und auch noch ziemlich viele davon. Wir haben allerdings einen kleinen Vorteil auf dem Planeten. Die Rakghule, mit denen wir es hier hauptsächlich zu tun kriegen, sind Nahkämpfer. Das heißt, selbst wenn wir Aggro ziehen, unser Reittier ist zu schnell für die. Wenn wir nicht kämpfen wollen, können wir fast immer entkommen. Ansonsten haben wir diese Zurückstoßenfähigkeit und können durch unsere Flächenfähigkeiten quasi schon abschätzen, wo die durchlaufen müssen, um zu uns zu kommen und das auf die Art ein bisschen beeinflussen. Das sind Energiewandler, Lieutenant. Alte. Irgendwelche Theorien, wie sie dorthin gelangt sind? Erstmal nicht. Ich hatte gehofft, ihr könnt mir das sagen. Energiewandler entstammen Zündungssystemen, Maschinenteilen. Es ist schwer, sie zu entfernen. Jemand hat diese Wandler fallen lassen. Entweder die Patrouille oder die Angreifer. Wir brauchen mehr Informationen, um herauszufinden, wer von beiden. Na, ich würde sagen, die Patrouille. Die hat die vielleicht gefunden. Wollte sie zurückbringen, wurde überfallen. Die Angreifer haben keine Spuren hinterlassen. Wenn sie mit der Patrouille fertig sind, hätten sie die Energiewandler holen können. Ich werde unverzüglich die nächsten Koordinaten absuchen. Ich bleibe in Kontakt, Lieutenant. Dorn Ende. Ja, super. Andererseits, wenn die Patrouille die gefunden hätte, hätten sie es per Funk womöglich durchgegeben. Schon ein bisschen ein Rätsel. Okay, dann lasst mal gucken. Spähtrupp 5. Außerdem, auf so einer Dschungelwelt, finde ich, ist das mit so einem Reittier auf jeden Fall vernünftiger als mit so einem Gleiter. Passt einfach mehr in die Umgebung.
Auch wenn wir derzeit hauptsächlich querfeld einfahren oder laufen, wie auch immer. Na coole, da machen wir einen kleinen Bogen drumherum. So viel Erfahrung bringen die auch nicht, dass das den Aufwand wert wäre. Eure Patrouillenwege sind wirklich toll. Habt ihr auch irgendwelche Rakul-Dinger ausgelassen oder schickt ihr die Leute absichtlich auf solche Todesmissionen? Joggen? Was zum Geier? Mehr Energiewandler. Laut Logbuch folgte diese Patrouille einer völlig anderen Route. Entweder haben beide Patrouillen an unterschiedlichen Stellen die gleichen Maschinenteile aufgelesen oder die Wandler wurden in beiden Gebieten von derselben Gruppe fallen gelassen. Den Angreifern. Ich denke, wir sind auf der richtigen Spur, Sergeant. Ein MO7-Forschungsoffizier könnte die Quelle der Wandler ermitteln. Ein solcher Offizier dient unter uns. Ich werde ihn informieren, während ihr die letzten Koordinaten durchsucht. Klingt gut. Klingt nach einem Plan, Sergeant. Nun gut, Lieutenant. Ich werde mich sofort zur Forschungsabteilung begeben. Viel Glück, Lieutenant. Bitte. Da, 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 da. Ich hab's gewusst. Na, spitze. Krakul, ich mag die überhaupt nicht. Vor allem, die machen so einen blöden Rüstungszerreißen-Effekt auf die Leute. Sehr unschöne Geschichte. Aber es gibt hier auf jeden Fall bessere Medkits. So für den Fall, dass wir das mal brauchen. Moment, das ist der Heldenmoment. Okay, ich wollte sie eigentlich tauschen. Bin ja so froh, dass ich sie beide angeklickt habe. Okay, immerhin. 5 Minuten ist nicht so schlimm. Das waren früher mal 30 Minuten. Und wenn es schon läuft, kann man nebenbei auch mal was gucken. Sollte eigentlich verfügbar werden. Während dem Heldenmoment. Nee, ganz furchtbar schlecht. Da muss ich mich noch ein bisschen informieren, wie das mit den Vermächtnisfähigkeiten läuft. Da gab es vor ein paar Patches nämlich eine Änderung und seitdem habe ich die noch nicht zum Laufen gekriegt. Wäre allerdings schön, wenn die funktionieren würden. Die sind nämlich höllenmächtig. Und in manchen Situationen erleichtert es einem das Spiel enorm. Ansonsten, die Vermächtnisfähigkeiten. Man sieht hier imperiale Klassen, alles was man durchgespielt hat. Wenn man den dritten Akt abschließt, kriegt man Fähigkeiten des Charakters. Flammenwerfer beim Kopfgeldjäger, Machtwürgen beim Sith-Krieger, solche Geschichten. Republikanische Klassen haben das auch. Soldat fehlt mir noch, deshalb spielen wir den ja. Und ja, während dem Heldenmoment soll man diese Vermächtnisfähigkeiten einsetzen können. Und die sind einfach überdurchschnittlich stark. Begründest du das damit, dass die Charaktere alle irgendwie miteinander verbunden sind? Es gibt auch einen Vermächtnisstammbaum irgendwo. Zumindest gab es den mal. Ah, Stammbaum, da ist er. Und da kann man die einzelnen Charaktere miteinander in Beziehung setzen. Wir könnten zum Beispiel sagen, unsere Agentin oder meine Agentin hier steht in Verbindung mit dem Soldaten. Das sind Rivalen oder Lebenspartner, Verbündete, Kind, adoptiert oder nicht, Bruder, Schwester und lauter solche Geschichten. Und dann stehen die miteinander in Verbindung und so kann man alle seine Charaktere so ein bisschen daran basteln. Und diese Fähigkeiten kommen dann einfach aus diesen Verbindungen, so wird es argumentiert. Hat hauptsächlich rollenspielerischen Hintergrund. Deshalb haben auch alle den gleichen Namen, wenn man den Vermächtnisnamen einschaltet. Wa. Da, hört ihr auf zu schießen. Okay, das war ein bisschen unerwartet. Plünderer.
kann mir nicht vorstellen, dass eine republikanische Patrouille von Plünderern niedergemacht wurde. Lieutenant, Statusbericht, seid ihr verletzt? Alles gut. Alles in Ordnung bei mir. Gut. Es gibt viel zu tun. Die Angreifer waren Plünderer. Berichte der Gefahreneinstufung klassifizieren sie als nicht kriegerische Gruppe. Diese Klassifizierung ist eindeutig nicht akkurat. Ich werde das Kommando informieren. Na dann, leg mal los. Ich muss mehr darüber wissen, wo diese Plünderer herkommen, wie viele es sind und wie sie bewaffnet sind. Unbekannt. Die örtliche Aufklärung fand, dass sie keine Untersuchung wert seien. Bewaffnete Feindseligkeit gegen republikanisches Personal rechtfertigt eindeutig eine direkte bewaffnete Reaktion, Lieutenant. Es ist eure Entscheidung. Lass mich raten, dafür ist auch dieser Colonel Guff verantwortlich. Sieht ja wahnsinnig beeindruckend aus. Haben wir Hinweise auf das Hauptquartier der Plünderer? Orbitalscans konnten soeben die Position des Lagers der Gerade eben, so ein glücklicher Zufall. Und sie sofort bereit machen. Sobald ihr einen Zugang geschaffen habt, werden wir in das Lager einfallen. Na dann. Ich sehe euch dann auf der anderen Seite, Sergeant. Viel Glück, Lieutenant. Sergeant Dawn, Ende. Wer weiß, vielleicht haben die tatsächlich unseren Trupp oder unsere Trupps entführt. Dann könnte das so eine Art Befreiungsaktion werden. Tief drin. Okay, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich mache mich auf den Weg ins nächste Basislager. Das ist gleich nach dem Eingang hier unten. Werdet ihr dann sehen in der nächsten Episode. Und von hier aus machen wir uns dann auf die Socken, die Turmfallfestung zu erobern. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.